willkommen zu einer neuen Folge bei Blend the Tank und ich habe was richtig krasses geschickt bekommen und zwar von Flufall. Ein neues Aquarium, aber nicht irgendein Aquarium und es ist auch kein Nano-Aquarium, wie ich es bisher immer hatte. Die ganze Zeit ging es ja bei mir immer zwischen 30 bis 70 Liter maximal, die das ganze Video natürlich auch sponsern, was allerdings nicht meinen Eindruck von einem Aquarium in irgendeiner Weise beeinflusst, denn ich habe von Anfang an gesagt, wenn mir das Ding nicht gefällt, dann sage ich, dass es mir nicht gefällt. Wenn es mir gut gefällt, sage ich, dass mir es gut gefällt. Jedenfalls, jetzt ist es so, jetzt habe ich nicht irgendein Aquarium geschickt gekriegt, sondern einfach das zweitgrößte Aquarium, was die überhaupt herstellen, nämlich diese Sienna-Kombination. Und die hat einfach mal 272 Liter. Das ist natürlich ein Riesentrümmer. Wir haben hier 90 cm mal 55 cm Höhe mal 55 cm Tiefe. Also da kann man richtig viel mitmachen. Ich muss zugeben, so ein großes Aquarium hatte ich bisher noch gar nicht. Von daher sind wir da ja relativ offen, alleine von dem, was man im Aquarium macht oder vom Besatz. Also da geht ja wirklich nahezu alles Open-End, außer gut Diskusfische, Skalare und so Zeug. Das würde ich jetzt direkt schon mal ausschließen. Aber ja, für alles andere bin ich natürlich offen. Falls ihr Ideen habt, was man damit machen kann, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Es würde mich freuen, wenn wir da zusammen irgendein Projekt entwickeln, was ich vielleicht auch noch gar nicht gemacht habe. Aber ganz kurz, ich zeige es euch einfach mal und zeige euch auch, was ich an dem Becken oder an dieser Aquarienkombination bisher richtig, richtig geil finde und wo ich denke, dass man eventuell noch was verbessern könnte. So, als allererstes muss ich tatsächlich zugeben, dass ich schon immer ein Freund von diesen Blenden war. Der eine oder andere mag das vielleicht ein bisschen oldschool finden, aber ich bin ehrlich gesagt ein ganz, ganz großer Freund von, weil bei 272 Litern gebe ich es mir ehrlich gesagt nicht mehr, dass ich das Ganze mit Osmosewasser betreibe. Also ich werde da definitiv auf das Leitungswasser bei uns zurückgreifen. Das Leitungswasser bei uns ist auch ja, so im mittleren Bereich. Also es ist weder wirklich weich, noch ist es hart. Von daher kann man damit eigentlich ganz gut arbeiten. Ne? Und dadurch, dass ich halt kein Osmosewasser nehme, wird man früher oder später auf jeden Fall einen fetten Kalkrand oben sehen. Und hinter der Blende verschwindet der und das bietet sich halt gut an. Und finde ich optisch auch schöner. Des Weiteren geht es mir ehrlich gesagt gut ab, dass jetzt der komplette Lichtbalken, der sich hier drunter befindet, nicht mehr frontal austreten kann. Dadurch, dass ich ja die ganze Zeit offene Becken hatte, war es so, dass wenn ich abends auf der Couch gesessen habe und Fernsehen geguckt habe, mich ehrlich gesagt das Licht dann vom Aquarium geblendet hat ein bisschen. Und ich hatte auch keine Lust, jetzt für alle möglichen Lampen mir irgendwelche Shades oder so immer zu kaufen, dass man das nicht sieht oder dass das Licht einen nicht stört. Von daher finde ich diese Variante hier auch gar nicht so schlecht und bin ich auch ehrlich gesagt ein Freund von. Ja, Luftschlitzen oder Belüftungsschlitzen, dass da nicht irgendwie das Wasser unten drunter stehen bleibt. Es geht auch super simpel auf und wir haben hier zwei Lichtbalken drin. Und diese großen Lichtbalken, das müssten die Flufall Blant 3.0 sein. Und bei denen ist eigentlich schon ziemlich geil, dass die auch schon Bluetooth-fähig sind und dimmbar sind und alles Mögliche per App. Und ich finde, es ist im Jahr 2022 einfach ein Muss. Von daher finde ich diese Variante hier echt gut, wenn man das Ganze mit der App machen kann. Zudem muss ich auch sagen, falls ihr noch das Kong-Becken kennt von mir oder wo hatte ich das noch? Bei den allerersten Buddhascapes, die ich vom Cinescaper nachgemacht hatte, da hatte ich schon die Flufall Blant 2.0 drauf. Und da fand ich auch schon recht geil, dass man A, die Intensität einstellen kann und B, dass man auch das Farbspektrum komplett einstellen kann. Also man hat Warmweiß, Kaltweiß, Magenta, Cyan, ich weiß gar nicht, was noch alles drin ist und ich glaube Yellow. Irgend sowas war da. Müsste ich nochmal genau reingucken in der App. Aber ich zeige es euch vielleicht notfalls nochmal hier auf der Seite dann, was man da alles einstellen kann. Und das ist hier auch der Fall. Und das finde ich gut, weil das System kenne ich nämlich schon. Also als allererstes muss man aber auch mal dazu sagen, dass das Material, was hier benutzt wird, wirklich gut ist. Ne? Also ich habe beim Hochtragen schon gemerkt, dass das kein Billigholz ist und ordentlich schwer ist, also ist gut stabil. Also der Schrank hat auch schon die Soft-Close-Scharniere, das heißt, wenn ich jetzt hier
den Schrank einfach zuwerf, dann zieht die Tür sich ganz sanft und langsam von alleine zu. Lautlos. Wunderbar. Aber das Gute an dem Schrank ist, dass ihr nichts mehr verstellen müsst. Es ist einfach hier unten, habt ihr diese kleinen Aussparungen und da sind die Feststellschrauben von den Füßen. Und das Gute ist, ihr könnt jetzt einfach die Wasserwaage oben drauf stellen, geht hier mit dem Imbusschlüssel rein und nivelliert einfach die Höhe, die ihr braucht und das Aquarium steht komplett im Wasser. Finde ich super gelöst. Auch ein super Feature finde ich, dass die Steckdosenleiste schon mit inbegriffen ist. Ja, die ist einfach hier neben angebracht. 1, 2, 3, 4, 5 Steckdosen. Und was auch nice ist, wenn ihr, wenn ihr Maintenance macht, müsst ihr nicht, wie ich vorher immer, die ganzen Stecker oder so ziehen, sondern es ist schon eine Steckdose mit An- und Ausschalter. Das heißt, einfach den Schalter zentral umlegen und ihr könnt direkt am Aquarium arbeiten, weil kein Strom mehr drauf ist. Gut gelöst. Dann habt ihr hier hinten auch noch genügend ausgesparter Schrank für euer ganzes Kabelmanagement. Das werde ich auch noch irgendwie schön lösen. Gibt's eigentlich gar nichts zu sagen. Das war's eigentlich schon. Dann geht's weiter. Auch cool. Wenn ihr am Aquarium arbeitet und ihr habt hier die linke Tür auf, ist hier schon eine kleine Ablagefläche. Das heißt, ihr könnt theoretisch euer Maintenance-Tool hier ablegen oder wenn ihr Futter gebt oder so, dann könnt ihr einfach hier die Packung draufstellen, am Aquarium rumhantieren. Dann ebenfalls dabei ist direkt unten drunter hier so ein Haken. Da könnt ihr dann euer Handtuch reinhängen oder was auch immer. Ja, ist immer schnell zugriffsbereit. Allerdings habe ich genau hier jetzt meinen ersten Punkt, wo ich sage, hier könnte man eventuell noch was verbessern. Und zwar fände ich es wirklich cool, wenn hier eine kleine Magnetleiste wäre, wo man einfach sein ganzes Maintenance-Toolzeug dranhängen kann. Das fände ich richtig, richtig cool. So, dann hier nochmal ein Ablagefach. Auch richtig groß, also ich weiß nicht, in die zwei Fächer, was man da alles reinkriegt. Ist auf jeden Fall jede Menge. So, zweite Tür. Simsalabim. Und da ist er auch schon. Ist ein kleiner Korb. Netterweise hat mir Flufal da auch direkt schon was mitgeliefert. Ja. Einfach reinstellen. Wie gesagt, wenn ihr da dran geht, könnt ihr rausholen. Oh, heute fütter ich mal, was haben wir denn hier? Das hier, für ein Better. Klar, wer kennt's nicht? Wer hält nicht ein Better in einem 272 Liter Becken? Nee, aber einfach wieder hier draufstellen. Mal gucken, vielleicht nehme ich noch das da. So. Also von daher, ich finde den Schrank halt echt funktional cool gemacht. Dann ist einfach schon hier der externe Filter dabei. Und zwar das 307er Modell. Und für die Leute, die sich an Maya Mountain erinnern, da hatte ich schon das Vorgängermodell, den 207er drunter. Und ich fand, das ist einer von den leisesten Außenfiltern, die ich persönlich jetzt so besessen habe. Der hier macht jetzt 1150 Liter in der Stunde. Und wie gesagt, der wird einfach hier installiert. Und die Schläuche gehen hier oben direkt in diese Verbindungen rein. Und dann ist es komplett hardwarefrei. Also man sieht einfach nichts davon. Und da ist auch schon direkt das nächste, was ich cool finde. Denn da ist eine rutschfeste Matte. Erstens ist ganz cool, dass der Filter einen besseren Stand hat. Und wenn ihr hier rumhantiert, die Wasserflecken kommen nicht direkt aufs Holz, sondern sie kommen auf diese Matte. Die Matte ist nicht festgemacht. Ihr könnt die einfach rausholen, abwaschen, aber ne, sie ist halt rutschfest. Genau, ebenfalls dabei ist hier dieser Heizstab. Der ist auch schon im Set drin. Also halten wir mal fest, es sind die zwei Lampen drin, es ist der externe Filter drin, es ist der Heizstab drin, es ist sogar eine kleine Packung, genau bevor ich es vergesse, die das ganze Kabelmanagement hier oben
verbessert. Also ihr habt da so kleine Halterungen, wo ihr genau hier reinstecken könnt in diese Führungsschienen, wie dann die Kabel verlaufen sollen. Die Serie gibt es auch noch in zwei anderen Ausführungen, und zwar von 100 irgendwas bis 330 Liter. Ich blende es euch hier einfach mal kurz ein. Das sind die ganzen Kombinationen, und ihr habt natürlich auch noch verschiedene Farbkombinationen. Ich habe jetzt schwarz bestellt, weil mein späteres Studio wird komplett anthrazit und schwarz sein, und da denke ich, wird es entweder stehen oder es wird in unserem Wohnzimmer stehen. Mal gucken, wo es jetzt final hinkommt. Hier steht es jetzt erstmal noch in unserer alten Wohnung, bis die neue fertig ist. Das war auch das Becken, ehrlich gesagt, schon so ganz kurz runtergebrochen und angerissen. Nochmal ganz kurz für euch. 272 Liter, 90 mal 55 mal 55. Ich möchte von euch wissen, was wir daraus machen. Wenn ihr Ideen habt, was wir mit so einer Literanzahl machen können, schreibt es bitte unten in die Kommentare, weil ich werde mich daran orientieren und dann dementsprechend auch was reinbauen. Und das Ganze natürlich Step für Step auf Deutsch. Und das finale Making-of wird dann wieder in Englisch, so wie meine ganzen Aquascaping-Tutorials, weil da die Reichweite einfach ein bisschen für dieses Cinematische, wo eh nicht viel gesprochen wird, größer ist. Ne? Wenn wir das Projekt selbst zusammenstellen, also ihr und ich, dann gehe ich natürlich hin und zeige euch, was ich da kaufe, wie ich es aufbaue, warum ich mich für irgendwas davon entschieden habe, und dann tasten wir uns da mal so ein bisschen ran in den nächsten Wochen. Ne? Okay, das war's, und dann sehen wir uns zeitnah wieder. Bis dann. Ciao.